Hallo, liebe Deutschlernende. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video gemacht über polyphasischen Schlaf und jetzt mache ich es schon länger als eine Woche und deshalb möchte ich dir ein kleines Update geben, wie es so läuft. Also es läuft wahnsinnig gut, ja, überraschend gut, weil es letzte Mal nicht geklappt hat. Vor circa einem Jahr habe ich polyphasischen Schlaf ausprobiert und es hat nicht geklappt. Ich glaube, weil ich einfach zu ambitioniert war. Ich habe die schwierigste Art des polyphasischen Schlafes ausprobiert. Ich habe den Überman-Plan probiert. Ja, ich habe 20 Minuten alle paar Stunden geschlafen und das ist sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer. Und jetzt versuche ich etwas viel Einfacheres. Ich schlafe 2-mal pro Tag anstatt 6-mal. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich schlafe am Morgen und am Nachmittag, weil ich liebend gerne nachts arbeite. Ich bin viel, viel konzentrierter nachts. Und deshalb schlafe ich am Morgen und am Nachmittag. Am Morgen 1,5 Stunden, also 90 Minuten, 1,5 Stunden. Und am Nachmittag 4,5 Stunden, sodass ich insgesamt 6 Stunden schlafe. Und das funktioniert erstaunlich gut, obwohl ich sonst immer 7 oder 8 Stunden Schlaf brauche, komme ich jetzt mit 6 Stunden aus. Es kann sein, dass ich ein bisschen müde wirke, aber das liegt nur daran, dass ich gestern nicht so viel Schlaf bekommen habe, weil ich aufgeweckt wurde durch ein paar unglückliche Ereignisse. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut. Ja? Wenn ich nicht zwischendurch aufgeweckt werde, dann funktioniert es. Und ich fühle mich auch gut. Also es ist nicht so, dass mir Energie fehlt. Im Gegenteil, manchmal habe ich nachts besonders viel Energie und fühle mich richtig gut. Ja? Insofern kann ich biphasischen Schlaf empfehlen. Ja? Probier es aus. Wenn du kannst, wenn nicht, dann nicht. Ja, es ist nur etwas, was mir momentan gerade sehr hilft und es ist auch nicht immer möglich. Ne? Manchmal hat man einen Zeitplan, den man nicht so gut kontrollieren kann. Ja, man ist gezwungen, zu bestimmten Zeiten zu arbeiten und dann kann man das nicht machen. Ja, wenn es aber möglich ist und du Lust hast, dann probiere es aus. Ich habe die Idee aus dem Buch Der 4-Stunden-Körper, The 4-Hour Body. Das ist ein faszinierendes Buch und da steht viel über den Körper, alles was mit dem Körper zu tun hat, ja, Schlaf, Ernährung, Fitness und so weiter. Und daher habe ich, also das ist eine Quelle, die ich benutzt habe, um über polyphasischen Schlaf zu lernen. Okay, ich hoffe, dies war hilfreich, falls du das auch einmal ausprobieren möchtest. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!